Nachdem ich jetzt neulich traumatisch verschreckt wurde von Haagen-Dazs, konnte ich es nicht weiter auf mir sitzen lassen und habe, es war gnädigerweise bei Aldi Nord im Angebot als Special vor Weihnachten, die Sorte Caramel Salted Caramel mal wieder geholt, die kurioserweise, wie man sieht, in einer ganz kleinen Packung daherkam, nämlich mit nur 300 Milliliter und 260 Gramm, also quasi drei Fünftel statt fünf Fünftel, wenn man das Pint betrachtet, gab es für lächerliche 2 € regulär vor Weihnachten, wie gesagt, bei Aldi Nord. Das sind dann ja quasi, ja, wenn man das jetzt hochrechnet, 3,70, lass mich überlegen, 17, ungefähr 70, 2,10, 2,80, ungefähr 3,50 € statt die regulären 6 € bei dem großen Pint, also schon sehr günstig. Und es ist jetzt hier die beste Sorte meiner Meinung nach. Und ich hoffe, das wird mich jetzt hier quasi wieder für die Geschehnisse entschädigen. Ich hoffe vor allem, meine Kamera stellt das hier mal ein bisschen schärfer. Hey, das sieht gut aus. Macht die scheinbar nicht automatisch. Einhändig am Boxen machen wir auch. Ich werde auch hier nur ein ganz kleines Video machen, weil ihr kennt die Sorte ja eigentlich schon von meinem Video. Ich wollte euch nur aus Frust zeigen, dass es, was heißt aus Frust, mir beweisen, dass es auch geiles Hagen das gibt, nämlich dieses hier. Und euch diese Kuriosität zeigen, dieses kleine Pint. Ich habe es auch schon antauen lassen. Es wird schon recht weich. Wie man hier sieht, oh, wisst ihr? Und genau deswegen liebe ich dieses Eis. Karamellsoße, ganz kurz können wir mal drauf gucken. Karamelleiscreme durchzogen mit gesalzener Karamellsoße. Scharfstellen bitte 10% und gesalzenen Karamellstückchen 8%. Und wir sehen genau das hier oben. Das sieht fantastisch aus. Riecht bestimmt auch gut. Riecht nicht, weil es kalt ist. Wir hatten das Problem letzte Mal, aber es sieht verdammt gut aus. Und jetzt werde ich mich doch hier einmal kurz durchsnacken. Oh, guckt euch das an. Man sieht hier die Soße. Oh, ich habe es ein bisschen sehr lange antauen lassen. Oh, holy shit. Ja, lecker. Karamellig ohne Ende. Hier sind Stücke drin. Man sieht sie hier vorne. Auch kleiner, stört mich hier aber nicht wie bei der Sorte hier vor, weil man hier dafür viel Soße hat. Sehr viel Soße, wie man sieht. Knackig ist es auch. Dazu wieder die Sahne-Eiscreme. Göttlich. Man merkt eine salzige Note. Es ist lecker. Die Stückchen sind semi-knusprig, sage ich jetzt mal. Sie sind nicht mit Fett ummantelt, sind aber trotzdem so ein bisschen so gebackene Mandeln ungefähr. Und es ist einfach nur ohne Ende Soße drin. Wie man hier eindrucksvoll sieht. Das Eis. Ja, Mittel zum Zweck, die Soße und die Karamellstückchen sind das Geile hier dran. Und ich will das alles genießen, von daher sei mir verziehen, dass ich jetzt schon wieder abschalte, weil ich will den Rest jetzt einfach in Ruhe genießen. Ich wollte euch aber nochmal sagen, Salted Karamell ist die beste Sorte. Auch wenn ich tendenziell Ben & Jerry's doch deutlich besser finde als Häagen-Dazs. Es gibt ein, zwei Sorten von Häagen-Dazs Salted Karamell, Praline Cream und Dulce Leche oder wie man es ausspricht, die einfach nur knallermäßig sind und auch und die einen Großteil der Ben Jerry Sorten in den Schatten stellen. Das hier gehört dazu. Das ist eine Einzel, ist ein verdammt geiles Eis. Bis bald.